In diesem Video zeigen wir dir den CN und anschließend einen CN als Double Under gesprungen. Der CN ist nicht allzu schwierig zu erlernen. Die Ausgangsposition für den CN ist eine Hocke. Übe zuerst die Position der Arme ohne Seil. Übe auch die Bewegung ein, wie du in diese Position kommst. Der Einstieg in diesen Sprung erfolgt über einen Sideswing. Ist der Sideswing rechts, legst du dann den rechten Arm in die Kniekehle. Der andere Arm bleibt vor dem Körper gekreuzt. Probiere es nun auch mit dem Seil. Der Arm vor dem Körper ist kaum eingeschränkt und kann daher bei diesem Sprung die führende Rolle beim Drehen übernehmen. Du drehst das Seil nach vorne, anstatt es zu überspringen, führst du es seitlich neben dem Körper und kreuzt die Arme ein. Sobald das Seil wieder vor dir am Boden landet, überspringst du es beidbeinig. Ein Tipp: Springe nicht zu früh, sondern erst dann, wenn du das Seil vor dem Körper am Boden siehst. Auflösen kannst du den CN entweder mit einem Sideswing oder direkt durch Öffnen der Arme. Noch ein Tipp zur Hocke: Der Sprung gelingt dir besser, wenn du nicht zu tief in die Hocke gehst. Um das Drehen in dieser Position zu festigen, versuche auch mehrere CN in Serie zu springen. Wie bei allen Sprüngen ist es vorteilhaft, den Sprung auf beiden Seiten zu trainieren. Suchst du noch eine Herausforderung, so kannst du den CN auch als Double Under springen. Du musst dazu etwas höher springen und natürlich schneller drehen, sodass sich der Sideswing und die CN-Position innerhalb eines Sprunges ausgehen. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.